Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu Beef, dem einzigen Format mit dem schwarzen Tisch, präsentiert von Kreuzers. Mein Name ist Marc Bergmann und bei mir sitzen Max Holzer, hallo. Und Maurice Adorf, und die beiden werden am 23. September in der Essener Grugerhalle bei NFC 15 um den vakanten Bantamgewichtstitel kämpfen. Ein Kampf, der ein bisschen Kritik abbekommen hat, als wir ihn angekündigt haben. Ziemlich viele Leute haben in der Kommentarspalte geschrieben, das kommt zu früh für Maurice Adorf, der ja seit seinem Comeback nach 3 Jahren Pause erst einen Kampf bei uns gemacht hat. Max Holzer wird den in der Luft zerreißen, hat man da gelesen und so weiter und so fort. Kannst du die Kritik an diesem Matchup verstehen, Max? Wird das ein leichter Kampf für dich? Ich glaube nicht, dass es ein leichter Kampf für mich wird. Und ich glaube auch nicht, dass es an der Stelle jetzt unbedingt für ihn zu früh ist. Wenn er sagt, er kann die 61 machen und der zuletzt einen guten Gegner besiegt, dann finde ich nicht, dass dieser Kampf unberechtigt ist. Ich sehe es genauso und habe ja schon gesagt, ich bin einer der Ersten gewesen, die diesen Kampf unbedingt sehen wollten. Wie war es bei dir? Hat dich die Kritik geärgert? Warum wird Holzer so viel stärker eingeschätzt, glaubst du? Was heißt geärgert? Bei mir gibt es immer Kritik. Egal, was ich mache, egal, wie ich kämpfe, egal, ob ich gewinne, verliere. Die Leute haben immer irgendwas zu meckern. Aber das ist der Sport. Das sieht man ja auch bei den Großen in UFC und so. Macht Adesanya einmal einen Scheißkampf gegen Romero damals, der Schlechteste. Dann haut der Pereira weg, der Beste. Verliert der, ist der so wieder. Ist immer dasselbe, weißt du. Aber was heißt zu früh? Ich meine, ich habe jetzt meinen Kampf gewonnen, mein Comeback gemacht. Ich habe schon vorher entschieden, dass ich auf 61 gehe eigentlich. Aber nach dem Kampf dann endgültig entschieden, dass ich auf 61 gehe. Weil 66 einfach, denke ich, nicht mein Gewicht das ist, weil die alle halt im Kampf, keine Ahnung, wie viel Kilo schwerer sind und so weiter. Und ja, dann ist der Kampf zustande gekommen. Ich wüsste jetzt auch nicht, er hat den Titelkampf verdient, so bei 61, NFC hat keinen 61-Champion. Ich wüsste nicht, gegen wen er sonst hätte kämpfen sollen, weil, sagt dem, ist bei dir irgendein Name, wo man gesagt hätte, boah ja, den Kampf machen wir jetzt, der möglich gewesen wäre oder sonst was. Ich bin runtergegangen. Ich denke mal, das hat einfach gepasst von dem. Ich gehe runter. Er sollte den Titelkampf kriegen. Und dann habt ihr euch gedacht, boah, der Kampf ist eh geil. Und dann machen wir direkt den Titelkampf. Es ist natürlich ein Fight mit Main-Event-Charakter. Das war natürlich etwas, was bei der Entscheidung eine Rolle gespielt hat. Das sind zwei inzwischen große Namen. Max Holzer hat sich zu einem großen Namen gearbeitet bei NFC. Du hast den Namen schon mitgebracht, als du zu uns gekommen bist. Deswegen hat es Sinn gemacht. Aber es ist aus meiner Sicht auch sportlich ein interessanter Kampf. Was glaubst du, woher diese Kritik kommt? Weil bisher war die Kritik ja immer, oh, der Adorf, der wird aufgebaut, der kriegt nur Fallobst. Wir haben schon, hier fliegt eine Fliege rum, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, dass das eigentlich Quatsch ist. Aber jetzt kriegst du einen absoluten Brecher vorgesetzt. Jetzt sagen die Leute, ja, wieso kriegt denn der jetzt schon so einen guten Gegner? Und darf um den Titel kämpfen. Woher kommt das? Ja, genau wie du sagst, wenn ich vorher die Leute, die ich gekämpft habe, dann ist Fallobst. Wenn man aber genau guckt, ist eigentlich kein Fallobst, weil waren eigentlich alle positiv bilanziert. Ich glaube, das liegt eher daran, dass dieser eine Ausrutscher war, wo ein Gegner ein paar Tage vorher eingesprungen ist und dann der Hype kam und dann hatten die Leute einfach was, worauf die sich versteifen können und haten können. Ist halt so, aber ich bin jetzt, seit ich bei NFC bin, habe ich glaube ich jeden Kampf angenommen, der mir angeboten wurde. Egal, ob es ein Top-Ally war, ganz am Anfang. Der ist ausgefallen, ein Tasse wurde angeboten, ich war beim Frühstück direkt zugesagt. Der Kampf ist zustande gekommen, ist auch ein guter Mann, hat vorher krasse Kämpfe gemacht gegen gute Leute, weißt du, und ja. Jetzt Max, natürlich wieder Kritik, es wird immer Kritik sein, egal was du in diesem Sport machst, es wird immer Leute geben, die kritisieren dich, aber damit muss man leben können. Ne? Du sagst, du erwartest keinen leichten Kampf, ich wie gesagt auch nicht, aus vielerlei Gründen, aber der vielleicht offensichtlichste Grund, den man sieht, ist, er kommt aus dem Federgewicht runter ins Bantam. Du bist ja ohnehin schon ein verhältnismäßig, also von der Größe her, kleines Bantamgewicht, sagst du, würdest wahrscheinlich sogar Fliegengewicht schaffen. Er wird also einen massiven Reichweitenvorteil haben, den er in seinem letzten Kampf gegen Tasso auch hervorragend genutzt hat, sehr, sehr methodisch eingesetzt hat. Glaubst du, dass das ein Problem werden kann? Ja, also ich denke, wenn ich nicht den gesamten Kampf rückwärts renne, dann wird es vielleicht nicht so ein großes Problem werden, wie jetzt im letzten Kampf gegen den, gegen wen hat er? Tasso, ja genau. Also ich glaube, es ist halt einfach, wie man mit seinen körperlichen Gegebenheiten kämpfen kann und nicht wie die Reichweite ist oder sonst was. Und von weit oben runter zu kommen, ist auch nicht immer ein Riesenvorteil. Aber da jetzt auch keiner ist, der mit Ach und Krach 66 schafft, würde ich auch nicht sagen, dass das unbedingt ein Riesending ist. Von daher, keine Ahnung, ich bin kein kleiner 61er von meinem Gewicht her, er ist kein kleiner 61er und deswegen sehe ich das nicht so.
Du hast in deinem letzten Kampf, wir haben es gerade gesagt, gezeigt, dass du gegen kleinere Jungs gut kämpfen kannst. Du hast einen sehr, sehr guten Gameplan gehabt gegen Tasso, da haben wir auch schon groß und breit drüber gesprochen. Hast den quasi die 3 Runden lang neutralisiert. Er ist von der Größe her vielleicht ähnlich, aber natürlich stilistisch anders. Er hat in seinem letzten Kampf gegen Wallet gezeigt, dass er sich auch im Stand gut reinarbeiten kann, sehr, sehr aggressiv ist, sehr, sehr gut auch darin ist, Distanz zu überbrücken, am Mann zu arbeiten. Glaubst du, er kann dir damit Schwierigkeiten machen? Er hat es schon ganz gut gesagt. Jeder hat seine Stärken. Es kommt einfach darauf an, ob man seine Linie, was man, den Gameplan, den man hat, oder seine zum Beispiel bei mir Distanz oder sonst was, oder was ich auch immer vorhabe oder er fort. Der, der seine Linie durchspringt, den anderen aufdrückt, der andere hat immer Probleme. Der wird schneller müde. Der kommt nicht ganz klar. Tasso wurde neutralisiert, weil es halt gar nicht sein Ding ist. Man hat die Kämpfe vorher gesehen, der konnte nach vorne gehen. Die Gegner haben ihn nicht wirklich gepresst. Vielleicht waren die mal in der Mitte, Käfigmitte, aber Tasso konnte dann immer nach vorne gehen, weißt du? Und das ist sein Ziel gewesen. Ich habe den neutralisiert und deswegen sah es halt so einfach aus, sage ich jetzt mal. Aber das kommt halt davon, wie ich den Kampf geführt habe. Hätte ich natürlich nicht gedacht, okay, ich presse dich, sondern hätte abwarten gekämpft oder sonst was oder mit so ein paar Backsteps. Dann hätte er gesagt, ah, okay, er geht nach vorne, wäre dann mit wilden Händen reingekommen, wäre gefährlich, so gefährlicher geworden, weißt du? Es kommt bei jedem Kampf, also Styles Make Fights, kommt immer darauf an, wer es schafft, an dem Tag das zu bringen, was er vorhat, und dem Gegner sein Ziel aufzudrücken. Weil er hat einen anderen Stil als ich. Wenn er es schafft, mir den aufzudrücken, habe ich einen viel härteren Kampf, als ich plane, gegen ihn zu haben, wenn ich ihm mein Ziel aufdrücke. Weißt du? Da jetzt kannst du auch konditionell so stark sein, wie du willst. Wenn du den Kampf von dem anderen kämpfst, ist es immer schwerer. Wie wirst du vermeiden, dass er dir seinen Stil aufdrückt, so wie er es beim letzten Mal gemacht hat? Also du sagst natürlich 3 Runden lang nicht rückwärts laufen, aber das hat ja Tasso jetzt auch nicht unbedingt gemacht. Soll ich dir alles verraten, ne? Nee, aber genauso wie er sagt, ich darf mir seinen Stil nicht aufdrücken lassen, ich muss mein Ding da durchziehen und fertig. Und das ist auch im Endeffekt das Ding. Und es wird jetzt auch nicht sein, ich muss unbedingt um jeden Preis nur den Boden suchen oder sonst was. Ich muss ihm mein Ding aufdrücken und das war's. So, was soll ich dazu? Das verstehe ich immer nicht, dass alle Leute sagen, ja, der Holzer, guter Bodenkämpfer und so weiter. Na klar, bist du ein guter Bodenkämpfer, aber gegen Wallet hast du gezeigt, dass du im Stand gut kämpfen kannst. Ach, also ich verstehe gar nicht, warum alle denken, du musst unbedingt einen Takedown suchen. Ja, ich fand das jetzt auch nicht besonders brutal, was ich gemacht habe gegen Wallet im Stand. Also nach dem zu beurteilen würde ich auch sagen, da ist auf jeden Fall Boden besser. Aber ich weiß, dass ich im Stand auf jeden Fall auch mithalten kann. Deswegen ist das jetzt für mich nicht so ein Riesending. Jetzt ist das ja hier kein Analyseformat, sondern mein Job ist es ja quasi ein bisschen auch zu sticheln. Es gibt im weitesten Sinne eine indirekte Vorgeschichte zwischen euch beiden. Also erstens mal hat er einen Teamkollegen von dir zuletzt geschlagen, nachdem es da im Vorfeld auch ein bisschen heiß herging und Mittelfinger gezeigt wurden und so weiter. Mohamed Walid, ist das so eine Art Rechnung, die euer Team noch mit ihm offen hat, oder spielt das überhaupt keine Rolle für dich? Für mich komplett gar nicht. Also ich werde da jetzt nicht solche Emotionen oder so mit einbauen. Er hat Walid geschlagen, das war ein angesetzter Kampf und passiert so. Man gewinnt, man verliert, aber ich werde da jetzt nicht meinen. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, oder nach dem Kampf gesagt habe, ich muss gegen ihn kämpfen, weil ich Walid rächen muss oder sonst was. Weißt du, wäre der Kampf nochmal, hätte Walid irgendwie, wäre der Kampf nochmal zustande gekommen, Rematch-mäßig oder irgendwas, dann hätte ich gesagt, Walid, kämpf du. So, mach das deine Sache so, aber es war ja nicht der Fall. Und dann ist der Kampf angeboten geworden, aber ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich irgendjemanden rächen will oder sonst was. Das hat da nichts verloren, sowas. Dann habe ich mir den Podcast nochmal angeguckt nach dem Dortmund-Event, als wir dich ja auch dort sitzen hatten. Und da hast du so 1-2 Sprüche gedrückt in seine Richtung. Also du hast seinen Namen nicht genannt, aber ich glaube, er war schon gemeint, weil wir hatten ihn kurz vorher interviewt. Er hat sich auch zu diesem Wallet-Kampf geäußert. Er kam mit Sonnenbrille rein und so, und du hast irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie du es gesagt hast, aber du hast den Bonus bekommen und hast gesagt, ich dachte, hier gewinnen nur die Leute Bonus, die mit Sonnenbrille reinkommen, sich Schminke kaufen und für Instagram das machen. Ja, nochmal. Ja, wo kam der Spruch her? Der Spruch kam daher, dass er da auch gesagt hat, Walid war besser als ich im Stand. Und man muss auch im Vorfeld sagen, das Ding ist, ich werde jetzt direkt auch dargestellt, wie jemand, der immer Scheiße labert. Aber im letzten Kampf war es halt auch echt so, ich habe gegen Walid gesagt, lass uns einfach kämpfen. Und dann kamen 10.000 Kommentare, so, deine Eltern werden dich bluten sehen, bla 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 bla. Und dann habe ich halt sogar humorvoll zurückgeschossen. Es ist jetzt nicht so, dass ich einfach angefangen habe, wahllos die Leute zu beleidigen oder irgendwelche Eltern oder sonst was. Das ist generell nicht mein Ding. Habe ich auch nicht gesagt. Nee. Ich sag's nur, weil das ja mittlerweile oft so dargestellt wird, als wäre ich jemand, der wirklich die ganze Zeit nur irgendeine Kacke redet. Und ich bringe gerne den Humor mit rein. Natürlich, ich sehe das alles so ein bisschen entspannt, aber
Ich bin keiner, der die Leute anfängt zu bedrohen oder zu beleidigen oder sonst was. Ja, aber also ich bin nicht bei Rami, der jetzt hier auf den Tisch haut. Oh, ja, aber wo kam das geht so nicht. Aber wo kam das Ding her mit der Schminke und mit der Sonnenbrille und mit den Instagram-Followern und so? Also das klang ja schon so ein bisschen, als ob dich da irgendwas schmeckt. Ja, es ist schon so, dass ihr ihn aufs Main-Event gepackt habt. Natürlich auch wegen seiner Bekanntheit. Und ja, und tatsächlich war das halt, weil er auch ja, sich so kleidet und fertig. Sowas. Was meinst du mit Main-Event? Main-Card. Ja, er ist ja auf der Main-Event, Main-Card. Hm. Er ist ja auf dem Main-Card gewesen und ich weiß nicht mehr genau, Vorkämpfe oder Mitte oder sonst was. Und da das sein Comeback war nach so langer Zeit, hätte ich halt gedacht, da hätte ich auch sein können. Aber im Endeffekt war es für mich auch ein bisschen entspannt, weil ich hatte keinen Bock da den ganzen Abend zu warten, bis ich kämpfen kann. Okay, gut. Aber dafür hast du den Bonus bekommen. Ja, genau. Ja. Das war ein Trösterchen. Trösterchen. Kannst du die Kritik verstehen oder... Wie hast du den Schminkgespruch? Warum denn Schminke, Alter? Ja, er achtet auf sein Äußeres. Auf sein Äußeres. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich sag mal so, ich stecke da eh nicht so viel rein, was jetzt irgendjemand über mich sagt. Gefühlt die letzten 4 Wochen, wenn ich mein YouTube zu Hause anmache, Startseite ist ein vorgeschlagenes Video von euch, wo immer mein Name in der Caption steht. Weißt du, deswegen, ich lege da jetzt eh nicht so viel Wert drauf. Aber solange es lustig gemeint, also ich kenne ihn lange. Wir kennen uns sehr lange. Ich habe seine Amateurkämpfe damals schon zufällig gesehen, weil das da bei uns im Gym war und so weiter. Und solange es nicht persönlich ist, nicht unter der Gürtellinie, habe ich kein Problem mit sowas. Weißt du? Im Endeffekt, wir kämpfen mehr und dann. Ja, was wollen wir jetzt so hier rumheulen? Wir dürfen uns nicht mal einen lustigen Spruch reindrücken, aber im Endeffekt sollen wir uns ausziehen und auf die Fresse hauen. So, das ist dann... Ihr könnt euch reindrücken, was ihr wollt für Sprüche. Nee, aber ich meine, weil das immer direkt so getan wird, so persönlich, dies, das, jenes, natürlich. Nein. Also ich finde es ist gut, das mit Humor zu nehmen. Ich sag mal so, fertig, so, das Ding ist, ich war schon überrascht. Okay, natürlich, ich erinnere mich an den Podcast, da habe ich natürlich gesagt, dass Wally den im Stand so gute Shots gegeben hat und da hat er was kommentiert und so. War ja auch mehr so Humor, haben beide gelacht und so dann, ne? Ich denke mal, daher kam das, dass er dann so ein bisschen in Zukunft so ein paar Seitenhiebe gemacht hat. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ich, wo ich sage, boah, was macht der da? Sogar mehr außerhalb eigentlich. So wirklich, wenn ich so auch Leute auf mich zukommen oder mich darauf ansprechen, so, die sagen mir so, boah, hast du gesehen, das, der hat das gemacht und boah, mach das mit denen, oh, der bring den um. Dann höre ich mir das an, aber ich denke mir dann so in dem Moment, so wenn die Leute mir da sagen, so, ich sage, entspannt euch mal, was ist los mit euch? Ja, das ist doch, der hat doch jetzt nichts, der ist doch nicht persönlich. So, weißt du, das ist doch das Business auch irgendwo. Weißt du? Manche machen so, ein bisschen lustig, manche gehen unter Gürtellinie, okay, aber im Endeffekt, man kämpft so, das ist alles irrelevant. Weißt du? Das stimmt, am Ende wird es im Kampf geklärt. Du hast es ja schon gesagt, er hatte im letzten Kampf sozusagen sein Comeback nach 3 Jahren Pause und du hast gesagt, du warst gar nicht so 100%ig zufrieden damit, auch wenn das eine strategisch clevere und klare Leistung war. Du hast gesagt, du hast nicht mal 50% von dem gebracht, was du eigentlich bringen könntest. Nein, also gebracht ist ein ekliger Ausdruck. Wenn man sagt, ich habe nicht 50% gebracht, dann heißt das gebracht. Also es war so, das, was gezeigt wurde, war jetzt nicht das, so, wozu ich in der Lage bin. Ja. Aber nicht, weil ich nicht wollte oder konnte, es war Comeback. Oder formulieren wir es mal um, ich weiß nicht genau, wie du es gesagt hast. Später sage ich gebracht, dann sagen die, boah, der ist arrogant, der sagt, der hat nur mit 50% gekämpft. Als wenn ich weiß, was ich meine. Nein, nicht mit angezogener Handbremse. Du hast einfach gesagt, ich könnte mehr. So, ne? War auf 100%. Ja, genau. 100%. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Den genauen Wortlaut habe ich nicht mehr hier stehen. Na, ich sag so, das war Comeback nach über 3 Jahren. Ja. Weißt du? Ich wusste selber nicht, ich habe vorher schon zu euch gesagt, immer, ich weiß nicht, wie Ringrost, ob es das gibt, ob ich das merke, keine Ahnung. Ich bin einfach in den Kampf gegangen, ist am Ende gut gelaufen. Weißt du, ja, wie gesagt, ich habe mir den Kampf so vorgestellt, vom Bild her, vom Außen, sag ich mal, dass ich die Ringmeter habe, ich bestimme die Distanz und so weiter. Und ich habe auch damit gerechnet, dass der mir Risiko geht. Weißt du, weil eigentlich so Leute wie er, irgendwann, wenn die in Enge gedrängt sind, dann so alles oder nichts. Weißt du, dann kommen mal 2 Schwinger oder hier im Kreuzschritt geht er nach vorne und versucht. Damit habe ich eigentlich gerechnet. Ich denke mal, wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre auch mehr Action im Kampf gewesen. Weil dann hätte ich mehr Möglichkeiten, dann hätte ich so mehr Druck, überhaupt sowas zu machen oder ich hätte mehr Möglichkeiten gesehen, ah, da kann ich den, weißt du so. Aber war halt nicht der Fall. So, den Kampf gewonnen, ich glaube, keinen wirklichen Treffer kassiert, den ich jetzt so, weißt du. Ist okay, so können die Leute sagen, was die wollen. Das war nicht der spannendste Kampf. Natürlich nicht. Das war nicht der actiongeladenste Kampf. Danach der Kampf, wie gerade. Hier Holodenko, der war davor, der war natürlich actionreicher, so Blut, dies, das wollen die Leute dann sehen, ne? Aber wenn man von Leistung geht, muss man einfach, wenn Leute wirklich Ahnung haben von dem Sport, von Leistung war es einfach eine gute Leistung, ja, aber ich war nicht zufrieden.
Darauf will ich hinaus, auf dieses 50%-Ding, weil das hast du definitiv gesagt mit den 50%. Mhm. Hast du Sorge, dass er diesmal die 100% bringt? Weil das war eine gute Vorstellung mit 50%. Ja. Keine Ahnung, ich gehe einfach in den Kampf rein und fertig und dann kämpfe ich und mal sehen, wie viel Prozent dann da sind. Was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Mal sehen, wie er am Kampftag drauf ist, mal sehen, wie ich drauf bin. Wir hauen uns in die Fresse und fertig. Mhm. Wer zuletzt steht, hat gewonnen. Das war's. Was hast du mit dem 5K gemacht? Hast du ins Trainingslager investiert? Ja. Habe ich gesehen bei Insta. Mit ein paar guten Leuten drauf gewesen. Der trainiert mit wirklich starken Jungs. Da habe ich USA, ne? ATT. Pedro Munoz, Alexander Pantoja ist inzwischen UFC-Champion. Mhm. Alles solche Typen. Das ist schon ein krasser Vorteil, ne? Mit solchen Jungs zu trainieren. Ach, das ist eine krasse Erfahrung. Muss man, also hatte ich ungelogen jetzt. Ich habe nach meinem Kampf sogar auch, lassen Sie sich eine Woche, zwei danach selber geguckt, Miami, ATT. Habe ich wirklich geplant gehabt. Weißt du, ist dann so mit auch Verletzungen, dann am Finger und so, dies, das, dann sollte ich eh nicht kämpfen. Hat dann so ein paar Sachen gescheitert. Aber natürlich plane ich auch in Zukunft. ATT, so USA auf jeden Fall. Weißt du, mich zieht es nicht so nach Thailand. Thailand vielleicht auch mal so, mich zieht es jetzt mehr nach USA. Wenn ich irgendwo mal die Erfahrung machen will, mit den Top-Leuten von oben mich zu messen oder zu gucken, wie es da ist, dann auf jeden Fall auch dahin. Ne? Glaubst du, die kochen auch nur mit Wasser oder ist das schon was? Jeder, natürlich, das Level USA ist, weißt du, da ist die ganze Matte voller Top-Fighter. Hm. Aber jeder kocht mit Wasser. Jeder Mensch auf dieser Welt kocht mit Wasser. Wenn du jetzt sozusagen den Ringrost abgeschüttelt hast und mehr als die 50% vom letzten Mal bringst, was können wir erwarten? Mehr Volumen, mehr Tempo, mehr, weil das war ja das, was du selbst kritisiert hast dann an der letzten Performance. Ja. Was für ein Maurice kommt da? Ihr könnt euch auf jeden Fall worauf man sich immer einstellen kann, ist ein Maurice, der mehr als topfit ist. Mehr als das, der alles gegeben hat und auf jeden Fall ready, bereit in den Kampf kommt und bereit ist für alles, egal ob es ein schneller Kampf wird, ob es 5 Runden wird. Ich werde auf jeden Fall alles geben und ich denke, weil es der erste Kampf war nach dem Comeback, dass diesmal auf jeden Fall eine noch bessere Performance zu sehen sein wird. Alle reden immer davon, dass er ein guter Striker ist, der er ja ohne Frage auch ist, aber in seinen vergangenen Kämpfen konnte man auch schon ein paar Sequenzen von seinem Grappling sehen, was ja alle immer als deine Stärke so ein bisschen benennen, weil ich dich eher als einen guten Allrounder sehen würde. Was hältst du von seinem Grappling? Ich habe von seinem Grappling ehrlich gesagt noch nichts gesehen. Also wir haben einmal Grappling gekämpft, da war ich recht jung noch. Und das war auch ein knappes Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man könnte jetzt schon sagen, wenn ich in dem Alter schon damit klargekommen bin, dann würde ich es jetzt auf jeden Fall auch tun. Besonders, weil ich auch 10 Kilo leichter war. Aber das kann man jetzt auslegen, wie es will. Im Endeffekt, ein Kampf ist ein Kampf. Grappling ist nicht MMA. Aber MMA ist auch nicht Kickboxen. Von daher... Ich weiß nicht, wie sich das übertragen lässt. So, die Rechnung geht nicht auf und deswegen müssen wir das herausfinden. Deswegen. Der Kampf ist schon ein paar Jahre her. Es war, glaube ich, bei einer Olympics-Veranstaltung das oder sowas. War, ja, genau. Das war 2 Wochen vor meinem Kampf in Oberhausen gegen Wiens. Ja. Wie ist der ausgegangen? 2-1 Punkte fehlen. 2-1 Takedowns. Wie hast du den durch die Takedowns entschieden? Wie hast du den Kampf erlebt? Ich kannte ihn auch schon. Ich habe ein paar Kämpfe gesehen. Ich wusste, dass er auch Grappling, also zu der Zeit sein Grappling auf jeden Fall... viel besser war als sein Striking, sag ich mal, weißt du. Das heißt, ist ein bisschen länger, ja. Ich habe den so erlebt, wie ich mir den Kampf auch vorgestellt habe. War kräftig, wusste, was er macht, aber war jetzt kein krasser Unterschied. Er sagt natürlich, dass, also so lange her, der war da jünger und körperlich noch nicht so. Aber ich wusste ehrlich, also jetzt ohne Spaß zu der Zeit, ich hatte von Grappling komplett keine Ahnung mehr. Ich habe, glaube ich, zu der Zeit noch nie an der Cagewand gearbeitet. Gerungen auch nicht. Das war so, danach hat das so angefangen, dass ich mich viel, viel damit befasst habe und so, weißt du. Aber zu der Zeit, also ich denke mal, beide waren viel, viel schlechter. Ja, als das ist jetzt 6 Jahre her oder so, also das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Kann man wahrscheinlich nicht als Vergleich ranziehen. Wir haben, oder es stand ja lange zur Debatte, wie gut das Kinn ist von dir, wie stabil du bist, wenn Leute drücken, wenn die kommen durch diesen Wiens-Kampf. Jetzt hast du gegen Tasso, wie gesagt, eine methodisch tolle Leistung gebracht, bist einmal aber auch kurz runtergegangen. Wir haben uns da schon drüber unterhalten, so ein, ich weiß gar nicht, ob es Flash-Knockdown nennen soll oder wie. Du hast gesagt, es war kein Knockdown, aber es war Schlagwirkung. Ich habe es später mir nochmal angeguckt. Man muss da natürlich auch bedenken, dass ich in dem Moment eine Inlogi gemacht habe und ich instabil stand. Und das war so ein nur geschliffen. Also ich wäre auch geflogen, wenn er so gemacht hätte, weißt du? Aber ja.
Ja. Sprich aus. Ja, ja, ich wollte das nur mal in den Raum stellen. Hast du dir tatsächlich auch angeguckt? Hm? Wie er bei dem Kick umgefallen ist. Guten Morgen. Ja, ja. Ja, ist ja nochmal runtergegangen gegen, Tasso Kurz. Auch wenn das jetzt nicht der große Knockdown war. Na, keine Ahnung, mit den Handschuhen kann im Endeffekt jeder runtergehen. Vielleicht kriege ich auch so ein Ding ab, was ich nicht gesehen habe, bin jetzt auf dem Arsch. Was auch immer, ist jetzt nicht so, als wäre er 30 Mal in Folge K.O. gegangen. Also, ja. Weil er da immer K.O. gegangen ist. Ja, und ich denke, von diesem Kick, den er da gekriegt hat, im Endeffekt, da wäre niemals K.O. gegangen. Aber, ja. Ich denke nicht, dass man daraus jetzt einen Schluss ziehen kann und sagen, ja, oh, das wird easy, wenn Dynamo Brüssel K.O. oder so. Das wäre ein Witz. Aber wäre das Ziel von dir, das Ding zu stoppen? Vielleicht auch. Boah, das ist immer ein Ziel, natürlich. Ja. Aber das kann man nicht erzwingen, von daher. Ja. Glaubst du, der Kampf wird genauso ablaufen wie der Tasso-Kampf oder glaubst du, er wird versuchen zu shooten? Nee, wird nicht genauso ablaufen. Auch 100% nicht. Der ist erfahrener als Tasso, hat mehr Kämpfe. Der hat in allen seinen Kämpfen immer eine Linie gehabt, die der durchziehen will. Weißt du? Hat das immer gut geschafft bis jetzt, auf jeden Fall, gegen alle Gegner. Die haben natürlich auch sich dann, also der hat den Kampf angefangen und die sind direkt in diese, die sind so da reingefallen in seine Linie, weil der halt den Druck so gemacht hat. So wie Tasso Kampf wird er nicht, darauf stelle ich mich auch nicht ein, davon gehe ich auch nicht aus. Ich denke, es wird ein etwas längerer Kampf. Ein harter Kampf, ein etwas längerer Kampf. Ein 5-Runden-Kampf? Möglich. 4, 5 Runden, möglich. Ja. Ist möglich, auf jeden Fall. Glaubst du, das Ding geht über die Zeit? Alles ist möglich. Was wäre dir denn lieber? Wäre dir ein 5-Runden-Kampf lieber? Natürlich, wir werden nicht auf Zeit bezahlt. Das heißt natürlich, wenn ich, desto schneller man den gewinnen kann, desto besser. Im Endeffekt. Ich kann's das auch wird nicht wieder sagen. So ein Luster-Interview gerade hier, ne? Nee, ich überlege gerade selber. Was ich wüsste auch ehrlich was, gesagt. Was hast du noch? Was ich wie mir, kannst du uns noch in eine Falle locken? Dass nö, wir uns hier noch ich weiß, dass du mit der Einstellung hier reingehst, aber ich will euch gar nicht in eine Falle locken, weil ich weiß, dass er sowieso nicht anfangen wird zu Trash-Talken. Aber ich frage mich auch, wann das gekommen ist, weil ich habe nur eine Erinnerung gehabt, dass er immer alle beleidigt hat und so und ich weiß gar nicht, wann das aufgehört hat. Auch nicht. Ich habe nie jemanden persönlich beleidigt. Oder nicht beleidigt, ja. Aber es war immer viel Gerede im Vorfeld. Nee, beleidigt hast du, glaube ich, noch nie einen. Nein, persönlich noch nie gegenüber irgendjemandem. Auch bei Wiens nicht. Eigentlich hätten die Leute ja dich beleidigt. Bei Wiens war das auch damals. Ja. Was die Leute von außen aus gemacht haben, war eigentlich viel mehr, als es eigentlich war. Mhm. Da war auch ein bisschen Stichelein im Käfig. Ah, ja, vielleicht kommt er heute oder nicht, weißt du. Persönlich nie, sowieso nicht. Weißt du, ich habe mit niemandem persönlich was zu tun. Mich interessiert auch keiner persönlich. Weißt du, so ist einfach so. Ich kümmere mich um mich selbst, um mein Training. Und wir kämpfen persönlich, so interessiert mich gar nichts. Das alles gehört dazu, Media und so weiter. Ist normal, weißt du, habe ich auch schon viel, viel hinter mir. Aber sonst machen und dann weiter trainieren, kämpfen. Ja, mir war schon klar, dass ihr euch hier nicht an die Gurgel gehen werdet. Das Ganze ist eher dazu gedacht, so einen kleinen Einblick zu bekommen, was ihr von diesem Kampf erwartet. Weil ich persönlich weiß zum Beispiel nicht, was ich erwarten soll. Ich verdiene ja auch nicht mehr, wenn jetzt hier die dickste Show ist oder Klicks oder sonst was. Ja gut, ich hätte natürlich nichts dagegen. Wir haben einen Vertrag, ne? Wir haben einen Vertrag, weißt du. Ich hätte natürlich nichts dagegen, ne, wenn das so ist. Vielleicht hättet ihr die Verträge ein bisschen anders machen sollen. Ja. Genau, darum geht es. Naja gut, am Ende ist es ja jetzt so, dass es den Bonus ja sogar gibt, wenn du besonders fair bist. Und wenn du jetzt natürlich vorher sagst, du Punkt, 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 ne, dann ist die Chance, das zu bekommen, wahrscheinlich schwierig. Letztes Mal hat ja der Unfairste den bekommen. Ja, wer denn? Ich. Weil du den gemacht hast, weißt du? Nein. Haben sich ein paar drüber beschwert, ne? Ja? Ja. Habe ich nichts mitbekommen. Das war in der Hitze des Gefechts war das. Nee, aber ihr habt ja hinter euch, glaube ich, vertragen, oder? Ist das Kriegsfall begraben? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da jetzt abgeht, aber es mir auch... Um ehrlich zu sein, scheißegal. Freunde werden die nicht mehr, sag ich mal so. Freunde werden die nicht mehr. Okay. Habt ihr es gehört, Freunde werden sie nicht mehr. Ja, ich habe irgendwie, also das hat mich interessiert an diesem, wenn wir schon mal euch hier sitzen haben. Ich finde es einfach spannender, als die beiden einzeln zu interviewen. Weißt du, was das Ding ist? Diese 2-Stück-Runde, ich denke, dieser Kampf spricht eh für sich. Weißt du, diese Black Table kann jetzt so ablaufen. Es wird keinen Unterschied machen, weißt du. Die Leute haben einfach so, egal ob die kritisieren, die können kritisieren, wie die wollen. Die werden den Kampf 100% gucken. Die haben einfach Bock drauf, weißt du. Man hat es auch an den Zahlen, als er den Post rausgehauen hat, gesehen, weißt du, was ich meine. Es ist einfach so. Also ich glaube, der Kampf wird auf jeden Fall nicht so ablaufen, wie es die meisten Kritiker darunter geschrieben haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da reingeht und du wirst jetzt in der ersten Minute pulverisiert. Ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr kompetitives Ding wird. Das ist ein Kampf. Taekwondo-Kampf. Wir kicken beide nur. Hey, hätte ich auch kein Problem mit. Ne? Also, nein. Wenn das ein schöner Standkampf wird, also vielleicht nicht unbedingt ein Taekwondo-Kampf. Deswegen sitzt ihr heute hier. Ich wollte irgendwie so ein bisschen in eure Köpfe reingucken und sehen,
was habt ihr für ein Mindset, wie geht ihr das Ding an? Aber ihr lasst da nicht so wirklich in euch reingucken, das habe ich schon gemerkt. Deswegen werden wir nichts anderes übrig haben, uns wird nichts anderes übrig bleiben, als auf den 23.09. zu warten und uns Tickets zu holen oder euch Tickets zu holen unter fighting.de/tickets für NFC 15, Krugerhalle Essen, Bantam, Gewichtstitelkampf, Max Holzer, ungeschlagen bei NFC und überhaupt in seiner Karriere gegen Maurice Adorf, der ja im März sein sozusagen NFC-Debüt erfolgreich bestritten hat und jetzt nach dem Titel greift. Zu früh oder nicht, das werden wir sehen. Meine Herren, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Das letzte Wort gehört euch. Lass uns einen geilen Kampf abliefern und ja, vielleicht fällt uns ja im Vorfeld noch irgendeine Scheiße ein, die wir reden können, um den Kampf noch interessanter zu machen. Aber ich denke, der Kampf an sich wird schon geil genug, deswegen brauchen wir das vielleicht sogar gar nicht. Ja. Wie gesagt, Leute, wir werden auf jeden Fall beide 100% ready sein. Wir haben Bock auf den Kampf. Diese ganze also das braucht es nicht. Der Kampf verkauft sich von selbst, seit der angekündigt wurde. Und wir sehen uns am 23. Ihr habt es gehört. Bleibt gesund, wir sehen uns dort. Hurra.